Ja, hallo zusammen. Heute mache ich mal ein Video, auf das ganz viele von euch schon gewartet haben. Es ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von ganz vielen Fragen, die mich täglich erreichen. Und zwar geht es heute, ihr habt es am Titel schon gesehen, um meine Haare. Und zwar zum einen natürlich nochmal eine ausführlichere Review über meine Haarverlängerung und natürlich auch die Haarfarbe. Ich habe vor einiger Zeit etwas rumexperimentiert mit einer Haartönung, beziehungsweise habe ich versucht, mir eine eigene Farbkur zu machen. Und ja, das Ganze möchte ich heute mit euch ein wenig besprechen. Fangen wir vorne an. Ich war wieder im Salon Bern in Krefeld. Da war ich ja bereits vor 8 Monaten und habe mir die erste Haarverlängerung machen lassen. Und ich bin so froh, dass ich jetzt endlich jemanden gefunden habe, dem ich haartechnisch total vertrauen kann. Die haben wirklich richtig was auf dem Kasten. Also was Haarfarbe, Struktur, Länge, bei Haarverlängerung generell. Also das ist wirklich ein Top-Salon, kann ich euch so nebenbei definitiv nur ans Herz legen, falls ihr hier aus der Ecke seid. Ich komme auch nicht aus der Ecke Krefeld. Ich musste auch eine halbe Stunde hinfahren. Ist es aber wert und das mache ich gerne. Und die sind von den Preisen her absolut, absolut okay. Ich war auch schon bei so super Top-Friseuren hier in Düsseldorf und da war ich so mega unzufrieden und die waren so pampig. Und ja, also die Leute da sind wirklich super lieb und man fühlt sich da direkt wohl und aufgehoben und die sind halt kompetent. Und das ist das ja auch, worauf es ankommt, ne? Das sind insgesamt 175 Strähnen in einer 45er Länge, also 45 cm. 175 Strähnen. Die werden ja, nicht angeschweißt, sondern die arbeiten da mit Ultraschall. Das sind ganz feine Bondings. Ich versuche euch das mal zu zeigen. So sieht das aus. So, könnte man das erkennen? So. Und ja, ist eben keine Hitze oder irgendwas, sondern das ist so mit Ultraschall. Und ich höre das immer nur so ein bisschen piepen, so. So, ne? Also es ist super haarschonend. Nachdem meine Haarverlängerung damals raus gewesen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich keine kaputten Haare an dieser Stelle. Also ich habe es nicht gemerkt. Meine Haare sind ganz normal gewachsen und sind davon auch nicht kaputt gegangen oder ausgefallen oder irgendwas. Also die Probleme, die hatte ich damit überhaupt gar nicht. Dann, worauf ich auf jeden Fall achte, ist das tägliche Bürsten. Also ich bin jetzt nicht so der Mega-Freund des Haarecremes, schon immer gewesen. Schon als kleines Kind fand ich Haarecreme schon immer scheiße. Aber wenn man so eine Haarverlängerung drin hat, dann muss man sie wirklich täglich viel bürsten. Und zwar braucht man dazu auch so eine spezielle Bürste, die hier unten so Borsten hat und dann so längere Stiele hat, ne? Also so Borsten, so kürzere Borsten und oben so längere Stiele, die so rausgucken. Ich zeige euch das jetzt nicht näher, weil das ist eine gebrauchte, benutzte Bürste und es ist irgendwie eklig. Ich will es euch da nicht so zeigen, obwohl ich ja schon die Haare rausgemacht habe, aber es ist eklig. So, und dann muss man wirklich die Haare so abteilen, weil klar, wenn die Bondings rauswachsen, dann kann es, wenn man die nicht richtig pflegt, dazu kommen, dass die die Haare, die ausfallen, ja, die bleiben dann halt da so drin hängen und dann wird das so verfilzt. Das verfilzt so eklig. Also muss man die halt rauskämmen und dann teilt man sich die so ab und dann bürstet man die Haare so raus und dann verfilzt dann auch nichts und dann ist es auch nicht eklig und dann kann da auch nichts passieren. Also Pflege ist da das höchste Gebot. Bleiben wir auch direkt bei Pflege. Bei Haarpflege, da muss man halt ein bisschen drauf achten. Das hatten sie mir gesagt, dass man schaut, dass man möglichst silikonfreie, parabenfreie und vor allen Dingen ölfreie Haarpflege benutzt oder Haaröle, die ja gerade so mega im Trend sind, dass man echt aufpasst, dass das nicht in die Bondings kommt, also an diese Verbindungsstellen. Genau wie eine Haarkur gibt immer noch Leute, die das immer noch nicht verstanden haben, ne, dass eine Haarkur nicht auf die Kopfhaut gehört oder nur wirklich in die Längen. Und in die Längen sagt man, ist ungefähr so wie alles hier so, ne, ab Ohrhöhe. Das hier ist alles Länge, also da, wo die Bondings sind, keine Haarkur, kein Öl dran kommen lassen. Auch wenn ihr mit dem Glätteisen, wie ich mache ja mal hier meine Löckchen hier, mache ich ja auch immer mit dem Glätteisen. Also passt da auf, auch wenn ihr euch die Haare glättet, dass ihr damit auch mit dieser Hitze nicht an die Bondings kommt, dann geht das nämlich kaputt. Genauso wie wenn ihr, so wie ich, euch die Haare färbt. Ihr seht, ist ja auch ein Ansatz. Ich muss bald auch wieder zum Ansatz färben. Da geht
zu jemandem, wirklich zu einem Friseur, macht da keine Experimente selber mit, wenn ihr eine Haarverlängerung drin habt, mit dem Färben. Weil die Bondings lösen sich durch die Chemikalien auf. Also das heißt, ihr müsst zu jemandem gehen, der sich damit auskennt und die Haarfarbe benutzt, die die Bondings nicht angreift oder so aufträgt, dass es nicht die Bondings direkt so umhüllt und sie sich auflösen. Ganz besonders bei Blondierung, also alles, was auffällt. Die sind ganz besonders aggressiv und können die eure Verbindungsstellen dann relativ schnell auflösen. Und das ist natürlich richtig super ärgerlich. Für besondere Gelegenheiten möchte ich einfach meine Haarfarbe manchmal ein bisschen intensivieren und knalliger haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist doch einfacher, wenn man sich sowas, so eine Farbkur anmischt. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Moment. Seit meinem, ich glaube, 14. Lebensjahr hantiere ich mit Farben von Directions rum. Ich glaube, das allererste Mal war blau. Mit 14 waren sie blau. Dann, ich glaube, mit 16, da waren sie knallpink. Also seitdem töne ich mir immer wieder mal die Haare mit Directions. Und ich habe mir gedacht, warum nicht mal zweckentfremden und zwar zu einer eigenen Farbkur zu machen, also die Haarfarbe für einen gewissen Zeitraum zu intensivieren. Es sei denn, ihr macht es einmal in der Woche in eure Haarkur, ne? Einfach so ein Klecks rein. Das habe ich nämlich einfach gemacht. Ich habe mir meinen Conditioner genommen. Das ist übrigens mein Conditioner. Ich nehme von Redken die Color Extend Magnetics Reihe. Ich bin jetzt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, keine große Expertin, was diese farbverlängernden, farbintensivierenden Shampoos und Conditioner betrifft. Das sind die ersten, die ich überhaupt benutze. Ihr wisst ja, dass wir YouTuber, Blogger viel zum Ausprobieren geschickt bekommen. Unter anderem bekomme ich von Redken neueste Sachen immer zugeschickt. Und ich hatte diese Sachen ewig lang schon hier rumliegen, aber habe die nie benutzt, weil ich halt vorher Naturhaarfarbe hatte oder ja, blondierte Highlights. Und da dachte ich, ja, was nutzt denn da für eine Farbintensivierung oder Farbextend? Halt einen Scheiß, brauche ich nicht. Also lag es halt ewig herum. Jetzt habe ich gedacht, gut, jetzt hasse mal, ne? Weil rote Pigmente, Kupferpigmente waschen sich halt extrem schnell aus. Also es sieht halt schnell, du wäschst die dreimal und dann sieht es halt nicht mehr so schön und nicht mehr so intensiv und leuchtend und strahlend aus. Muss aber sagen, dass ich finde, dass seitdem ich das benutze, hält die Farbe besser. So, lange Rede, kurzer Sinn. Um mir meine Farbkur selber zu machen, nehme ich den Conditioner, pack das in hier so ein Plastik-Friseurschälchen, kriegt man ganz billig im Friseurladen, beim Friseurbedarf oder auch online, wenn man gerade keinen Friseurbedarf in der Nähe hat. Packt das hier also rein, so ein, würde ich sagen, 2 Esslöffel ungefähr von dem Conditioner. Und dann, weil ich ja 2 verschiedene Farben habe, für die helleren habe ich die Farbe Aprikot genommen. Das ist so, sieht das aus. Und für die restlichen Haare, ne, habe ich die Farbe Tangerine genommen. Die sieht so aus. Und die habe ich dann eben jeweils gemischt, separat, ist klar. Und dann aufgetragen, dann zu so einem Knubbel gemacht, dann eine Duschhaube drauf und eine Stunde einwirken lassen. Eine gute Stunde, ja. Und dann ausgewaschen und tada! Was ihr auf jeden Fall machen müsst, zieht euch Einweghandschuhe an, weil das färbt nämlich extrem, tönt die Haut auch. Also wenn ihr da rumhantiert, dann zieht euch bitte, bitte Einweghandschuhe an, weil das könnte sonst eine Überraschung geben. Ja, also eine Stunde einwirken lassen, ausspülen und ja, das war richtig boom. Ich verlinke euch hier unten meine Vorher-Nachher-Fotos auf Instagram. Da könnt ihr das nämlich wirklich ganz krass sehen, was für ein Mega-Effekt das hat. Es ist halt nur eine Tönung. Ihr wascht euch wieder dreimal die Haare, ist der Effekt raus. Hier ist mir eine von den helleren Strähnen mit hier in die dunkleren, in die Tangerine-Ecke gekommen. Deswegen ist diese eine Strähne anders als die anderen. Ist aber sehr schön. Ich werde mir jetzt die anderen, die restlichen helleren Haare auch mal damit tönen, weil ich die Farbe sehr, sehr geil finde.
Und das ist das Schöne mit diesen Directions, da kann man echt ein bisschen mit rumexperimentieren. Ich muss euch sagen, wenn eure Haare aufgehellt sind, funktioniert es wesentlich besser. Also hier in den Partien, wo meine Haare schon vorher blondiert gewesen sind, ist die Farbe wesentlich besser. Und hier am Ansatz und hier, also überall da, wo schon mal aufgehellt wurde, ist die Farbe viel intensiver. Und überall da, wo die Naturhaare sind, ist der Effekt nicht ganz so knallig. Muss ich jetzt dazu sagen. Also überall am Ansatz wird der Effekt nicht so stark. Also ihr müsst euch nicht extra die Haare blondieren, aber seid darauf gefasst, dass falls ihr aufgehelltere Strähnen habt, dass die dann ja intensiver werden von der Farbe. So, ne? Das möchte ich euch dazu sagen. Also wenn ihr keine gefärbten Haare habt, könnt ihr das trotzdem benutzen. Es wird dann nur nicht so knallig. Solltet ihr aufgehellte Strähnen haben, dann werden die knalliger werden. So, ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen verständlich erklärt. So, dann habe ich eine E-Mail bekommen von Vellaflex, die gerade eine Aktion anbieten für YouTuber und Blogger, dass man einem super Top-Stylisten aus L.A. seine Fragen bezüglich Haare, Haarpflege, Haarfarbe, Haarstyling stellen kann. Ich habe gesagt, ich mache eh gerade ein Video, habe ich ja schon gewusst, dass ich das Video hier mache, zum Thema Haare. Dann kann ich euch gerne das weitergeben. Also ich darf diesen Sascha Breuer aus Los Angeles, das ist der Topstylist, dem darf ich 3 Fragen zukommen lassen von euch und die werden dann nächste Woche beantwortet und die Antworten werde ich euch dann natürlich weitergeben. Also stellt mir eure Fragen, was wolltet ihr immer schon mal wissen, womit habt ihr Probleme und falls ihr eine Frage hier in den Kommentaren seht, die ihr auch interessant findet, dann gebt den einen Daumen hoch. Also die 3 Fragen mit den meisten Daumen nach oben, die also das meiste Feedback haben, die werden dann von mir benutzt bzw. weitergegeben. Oder falls, ja, ich werde sowieso alle Kommentare lesen und wenn sich das halt häufiger überschneidet, also wenn die gleichen Fragen halt immer wieder auftauchen, ne, dann nehme ich halt die. Ist ja momentan mit den Kommentaren hier auf YouTube nicht mehr so einfach. Finde ich, seitdem die das umgestellt haben mit diesem Google Plus Gedöns, weil ich immer noch nicht durchgecheckt habe, was das überhaupt sein soll. Also ich hoffe, ihr habt das auch verstanden. Falls ihr Fragen dazu habt, zu meinen Haaren, zum Thema Haare allgemein, wenn ihr das immer schon wissen wolltet, dann bitte stellt die Frage und lest die Fragen der anderen und gebt denen einen Daumen hoch, falls ihr die auch helft mir dabei. Ich finde das nämlich ganz schön. Gut, also wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und bis bald.